Hier am Raubfang Nummer 6 im Potsdamer Stadtteil Bornim verbrachte Karl Förster, der berühmte Gärtner, Staudenzüchter und Gartenphilosoph, einen Großteil seines langen Lebens. Sein Wohnhaus und der Garten stehen seit 1981 unter Denkmalschutz. Bereits um 1910 verlegt Karl Förster seine Staudengärtnerei aus dem Berliner Stadtteil Westend hierher. Mit dem Bau des Hauses wird das Bornimer Gartenreich neben seinem Arbeits- dann auch sein Lebensmittelpunkt, den er ab 1927 mit seiner Frau Eva teilt. Das Familienglück der beiden wird wenig später durch Tochter Marianne perfekt. Dass Karl Förster sich schon in jungen Jahren für den Gärtnerberuf entschied, war für jemanden aus dem Bildungsbürgertum eher ungewöhnlich, aber sicher durch die weltoffenen Ansichten seiner Eltern begünstigt. Sein Vater war ordentlicher Professor, der Direktor der Königlichen Sternwarte zu Berlin. Ein in die Sterne guckender, die Welt des Aufbruchs der Wissenschaften, des Entdeckens der Welt, immer im Blick alle Dinge haben, wahnsinnig interessiert daran, Wissen weiterzugeben. So ist Karl Förster aufgewachsen. Er ist ja nicht mit der Bibel, sondern mit Homer groß geworden. Die Mutter von Karl Förster, die hat also für jedes der Kinder um die Sternwarte ein kleines Gärtchen eingerichtet und hat die Kinder im 19. Jahrhundert dazu ermutigt, ihre Gärten total nach ihrer Fasson so verschieden wie möglich einzurichten und hat den Kindern gesagt, je verschiedener ihr seid, desto besser könnt ihr euch später im Leben helfen. Also nicht Gleichheit, marschieren alle in eine Richtung, sondern schon im 19. Jahrhundert also eine völlig moderne Ansicht, die dann Karl Förster auch so als Lebensmotto immer mitgenommen hat. In einer Zeit, in der Gärten noch vornehmlich als Prestigeobjekte mit möglichst großer Außenwirkung gesehen werden, prägt Karl Förster die Idee eines Gartens als Lebensraum, der möglichst naturnah, vielfältig und bunt sein soll. Und das zu allen Jahreszeiten. Jede Pflanze nimmt er als Individuum wahr. Er züchtet widerstandsfähige, ausdauernde und winterharte Stauden. Auch Gräser und Farne liegen ihm sehr am Herzen. Zu seinen absoluten Pflanzenlieblingen gehören die Rittersporne und die Phloxe. Etwa 370 neue Staudenarten gehen auf Försters Züchtungsarbeit zurück. Er war Beobachter. Er hat ganz scharf beobachtet und das war die Grundlage seiner wissenschaftlichen Arbeit. Wenn er also Pflanzen zusammenführte, um aus dem Nachkommen Verbesserungen zu erzielen, das hat er vorher durch Beobachtung herausgefunden. Notizen gibt es ganz wenige. Auch in seinen späteren Werken sind kaum Hinweise zu finden über die Züchtungsarbeit. Wohl aber, und das ist eben das Wichtige, über die Gestaltung von Gärten mit seinen Pflanzen. Da spielt die Benachbarung, das Zusammenpassen der Farben, das Farbspiel eine große Rolle und auch die Pflanzung der Stauden nach ihren eigentlichen Lebensbedürfnissen. Schattenstauden in den Schatten, die Steppenstauden im Steppenklima, solche Dinge, das war eigentlich ein wichtiger Punkt im Werk von Karl Förster. Als Versuchsfeld nutzte Förster sein Bornimer Grundstück und bis heute sind hier der Senkgarten, der Frühlingsweg und der Steingarten der sieben Jahreszeiten zu bewundern. Hier ist der Blick zu Försters Arbeitszimmer. Von dort aus hat er seine Bücher geschrieben, seine Pflanzenbeobachtungen notiert und seine ganze wissenschaftliche Arbeit auch erledigt. Er konnte in seine Pflanzenwelt hinausschauen. Die Bildung, die er hatte von seinem Elternhaus her, also Musik, Literatur, Sternenkunde auch natürlich vom Vater, das hat ihn ein Leben lang begleitet und aus diesem Umfeld heraus haben auch andere geistig vorne stehende Leute Kontakt zu Karl Förster gefunden. Und da gab es dann also hier den sogenannten Bornimer Kreis, das waren Architekten, Gartengestalter, teilweise auch Musiker, die sich hier in dem Haus auch versammelten. Oft saßen die Försterianer hier im Garten zum Gedankenaustausch zusammen. Der Potsdamer Gartenarchitekt Walter Funke hat Bornim 1930 sogar als Worpswede der Gartengestalter bezeichnet. Und auch heute noch ist der Förstergarten eine Pilgerstätte für Blumenliebhaber.
Er gilt als der meistbesuchte Privatgarten Deutschlands und hat gemäß der Försterdevise »Es wird durchgeblüht« zu jeder Jahreszeit etwas zu bieten. Und gleich neben dem Försterhaus, in der Gärtnerei, werden am historischen Ort weiterhin Stauden vermehrt und verkauft. Karl Förster hat aber auch in Potsdams Stadtmitte seine Spuren hinterlassen. Und zwar auf der Freundschaftsinsel, in unmittelbarer Nähe der Langen Brücke und des Alten Marktes. Die Freundschaftsinsel ist ja der Karl-Förster-Garten innerstadt Potsdam. Und zwar am Ende der 30er Jahre entstanden als erster Staudenschau- und Sichtungsgarten. Karl Förster hatte von 1935 an die Idee, in Deutschland Staudenschau- und Sichtungsgärten einzurichten als lebende Gartentabellen für Laien und Fachleute zum Vergleichen der vielen Stauden, die dann für Gärten und Anlagen möglich waren. Und Karl Förster hatte dann Matern aus dem Bornimer Kreis, einen Landschaftsarchitekten, mit ins Boot genommen. Und so ist die erste Fassung des Staudengartens auf der Freundschaftsinsel praktisch 1938-40 entstanden, 41 eröffnet, 45 im April mit den Bomben auf die Stadt untergegangen und ab 1953 auf Anregung von Karl Förster, also in der Nachkriegszeit, wieder aufgebaut worden von Mitarbeitern aus dem Bornimer Kreis. Die Freundschaftsinsel ist maßgeblich Karl Förster gewidmet. Es gibt sogar hier ein Denkmal für Karl Förster, eine Metallplastik von Christian Röhl, die seit 1974 die Insel schmückt und an Karl Förster erinnert und aus Anlass seines 100. Geburtstags von der Stadt Potsdam dem Ehrenbürger gewidmet wurde. Karl Förster war kein Wissenschaftler im klassischen Sinne, hat aber gerade im Bereich der Züchtungsarbeit entscheidende Ansätze geliefert. 1950 wird ihm von der Berliner Humboldt-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Stadt Potsdam macht ihn 1959 zu seinem 85. Geburtstag zum Ehrenbürger. Und zu seinem 90. Geburtstag wird er in Berlin zum Professor ernannt. 1970 verstirbt er 96-jährig in seinem Bornimer Zuhause. Karl Förster war immer optimistisch und begeistert und hat immer an das Gute im Menschen geglaubt. Er hat uns wunderbare Stauden für die Gärten hinterlassen. Und ich merke heute noch, wenn Leute eine einzige Begegnung in ihrem Leben mit Karl Förster hatten, sprechen die bis heute begeistert davon. Er muss also auch wahnsinnig auf Leute gewirkt haben und war schon ein ganz besonderer Mensch. Also er war ein gütiger Mensch, der sich nicht so leicht von Schwierigkeiten aus der Bahn bringen ließ. Auch Harmonie war für ihn sehr wichtig. Die Menschen und auch die Pflanzen als Lebewesen zu sehen und zu behandeln, das war ganz wichtig in seiner Lebenseinstellung und das hat sich auch ein bisschen noch auf mich übertragen. Karl Försters Geist lebt nicht nur durch seine Züchtungen und zahlreichen Gartenbücher fort, sondern auch durch seine Gedanken und Aussagen, von denen viele absolut zeitlos sind. Und über das Gärtnerdasein hat Karl Förster einmal gesagt: Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, werde ich wieder Gärtner. Und das nächste Mal auch noch. Denn für ein einziges Leben war dieser Beruf zu groß.